Krass. Ja, es tut mir leid, dass ihr so geheult habt. Salam alaikum. Hallo. Hi. Hallo. Hey. Wie geht's dir? Ich bin aufgeregt irgendwie. Sehr gut, bisschen Heuschnupfen. Jürgen, hast du überhaupt noch Bock auf dieses Format? Hä? Ja, wenn ich nicht heulen muss. Phyllis, hast du einen Migrationshintergrund? Ja, türkisch. Ja, mein Papa kommt aus Tunesien. Sieht man nicht, ne? Nicht wirklich, nein. Nicht wirklich. Meine Eltern sind hergekommen. Mein Opa ist als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen. Und mein Vater ist mit 14 gekommen. Und dann hat er nebenbei meine Mutter irgendwie geheiratet. Und dann ist meine Mutter erst danach gekommen. Darf ich fragen, was deine Eltern arbeiten? Die sind jetzt Rentner, die arbeiten nichts mehr. Also das heißt, dein Vater ist erst nach Deutschland gekommen? Mein Vater ist erst nach Deutschland gekommen, genau. Was hat er denn gearbeitet früher? Im Hotel. In da hat er auch meine Mutter kennengelernt, genau. Er hat deine Mutter im Hotel in Tunesien kennengelernt? Genau. Was hat er, was war sein Job? Also er war nicht Animateur, aber er war so, also Rezeptionist. Haben Sie hier in Deutschland gearbeitet? Die haben in Deutschland gearbeitet, ja. Haben Sie auch damals in der Türkei gearbeitet? Nee. Weil Sie zu jung oder ist es so? Die waren zu jung, die sind so mit 20 oder so hierher gekommen, glaube ich. Und dann haben die hier angefangen zu arbeiten. Ja. Mein Papa ist halt, genau, er ist als 14-Jähriger nach Deutschland gekommen. Er konnte kein Wort Deutsch und musste 2 Jahre auf eine Ausländerschule. Da haben sie Deutsch gelernt. Und dann hat er seinen Hauptschulabschluss gemacht und dann ist er direkt in die Ausbildung gegangen und hat, also die Lehre zum Maler hat er gemacht. Phyllis, jetzt kommt deine Aufgabe. Mhm. Ja? Es kommen gleich 5 Personen diesmal nur rein. Ja. Und alle 5 sind erst nach Deutschland gekommen. Manche ganz relativ frisch, manche etwas länger. Und du musst erraten, was ihre Jobs in ihren Heimatländern waren. Okay, ich freue mich. Das ist was Schönes. Ach so, und 2 Personen musst du auf Englisch mit dir sprechen. Aber okay. No problem for you. Okay, okay, ich bin sehr gespannt. Möge das Glück mir heute sein. Herzlich willkommen. Hallo. Hi. 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 So, wenn du jetzt einen ersten Versuch machen müsstest, zu raten, okay, nur vom Äußeren, was sie gearbeitet hätten, kannst du ja kurz mal gucken. Ja. Und dann kannst du gern einfach mal ganz kurz sagen, warum und wieso und was. Ich kann mir vorstellen, dass er als Ingenieur in seinem Land gearbeitet hat. Restaurantbesitzer oder irgendwie sowas. Ich finde, er sieht ein bisschen aus wie ein Ingenieur. Sie sieht einfach aus wie eine Lehrerin. Oder eine Ärztin könnte sogar auch sein. Ich finde, sie sieht aus wie eine Ärztin, ehrlich gesagt. Du bist Bergsteiger. You're looking so young and maybe you do something in industrial or finance, maybe, I don't know. Du hast was, weiß ich nicht, du hast eine sehr forward energy, also irgendwas Entrepreneur-mäßiges. So richtig Klischee wäre jetzt so IT. So, ich sehe so sehr viele Einsen und Nullen im Auge. Du hast was Algerisches in deinem Gesicht. Ja, du bist auf jeden Fall in so informatischen Bereich, würde ich vermuten, wegen deinem Poloshirt. Du hast einen sehr scharfen Blick, vielleicht irgendwas in der IT-Branche oder so. Wir haben die geilsten Haare hier, ist schon mal klar. Ich glaube, du bist auf jeden Fall sehr kreativ. Also du bist kein Spießer. Für mich ist es ein Künstler in Barcelona, der im Keller so Sachen schweißt. So Installationen aus Stahl. Bei dir sehe ich einen Surflehrer. Wäre sehr cool mit den Locken. Ich glaube nicht, aber ne? Wenn er so morgens aussteht, so Kaffee trinkt, Brille und dann so pff, und dann kommt da so Feuer überall. Du bekommst jetzt 1,5 Minuten Zeit, ihn zu fragen. Also nur schnelle Fragen. Ja. Kannst du erstmal alles fragen, außer was der Job ist. Und vielleicht werde ich hier und da mal nach dem Studium, sei es, nee, hier darfst du nicht fragen. Salam, chitorasti. Ja, ist gut. Sehr gut. Ist auch. It's good to speak English. I can say salam, chitorasti, khobasum, tashakur, bia, inja, that's it. Okay. That's enough. That's enough. So I think you're from Afghanistan. What's your name? Where are you from? My name is Said Ahmad Shah Sadat. I am from Afghanistan. But I lived in England. Before you came to. Okay. Do you work with people, with other people? Together. Yes. Do you like them? Yes. So you're not an engineer. You go to the university? Yes. To the university in Kabul or where you go? University in England. When did you come to Germany? December 2020. So you have to speak other languages, yes, in your job? Yeah, I speak Arabic, Persian. Oh, okay. English. Maybe in policy or in economy. I think something higher educated. Maybe also something in physics, something, yeah, like this maybe, because I think those are jobs where you can work in a lot of places in the world.
Hallo, Assalamu alaikum. Alaikum salam, das Ö hat dich, aber dein Kopftuch hat dich eh verraten, deswegen. Ja. Wie ist Ihr Name und wo kommen Sie her? Mein Name ist Nural Aktaş, ich komme aus der Türkei und lebe hier im Siegerland. Und wie lange schon? Ich bin seit 1978 hier. Hast du auch in der Türkei studiert? Nicht studiert, schulerische Ausbildung habe ich gemacht. Wissen Sie, was eine Bauchspeicheldrüse ist? Ja, weiß ich. Wissen Sie, wie man die behandelt? Nein. Okay. Hast du in der Türkei in einem Haus oder in einer Wohnung gewohnt? Im Haus. Arbeiten Sie mit Leuten auch? Ja. Ja. Geben Sie eine Dienstleistung für die Menschen? Geben Sie denen irgendwas für Geld? Ja. Arbeitest du im medizinischen Bereich? Nein. Im pädagogischen vielleicht? Auch nicht. Haben Sie ein Start-up? Nein. Einzelhandelskauffrau vielleicht? Where are you from and what's your name? I come from the Dominican Republic. My name is Leonard Alexander Disla Acosta. And when did you come to Germany? 3 years and a half now. Do you work in an office? I work with computers, but it wasn't a computer job. Did you study for it, for the job? Yes. Where did you study? In the Dominican Republic. How long you study? My career was 4 years, but I took a little longer. Did you have a house in Domrep or apartment? House. Did you sell something? But not to a person, you sold it on a laptop. Did you sell climbing gear? No. Yeah, I say business, you're entrepreneur, business, big business. All right. You're a good direction. Okay. Ich sag einfach, okay, komm, du hast Online-Marketing gemacht, keine Ahnung. Okay, ich fange jetzt mal mit den schlauen Sachen an. Yeah. Hast du studiert? Und was ist dann so dein Abschluss? Ist es dann so Bachelor oder ist es Master Diplom? Dein erster Job, hat er was damit zu tun? Nein. Nein, richtig geil, danke. Richtig auf einer heißen Fährte jetzt, ey. Aus welchem Land bist du hierher gekommen? Ich komme aus der Türkei. Du bist Türke? Ja. Ich bin Algerien. Wen komme ich aus Algerien? Hello World. Hallo World. Okay, ja, okay. Ich wollte gucken, ob das was in dir auslöst, weil ich glaube, das ist so das Erste, was man programmiert als Programmierer. Und das, ich wollte meine These testen. Aber aus Karadeniz? Aus Trabzon. Das ist schon mal gut. Okay, magst du Fisch? Fisch mag ich. Würdest du den Job jetzt noch machen? Doch, würde ich machen. Würdest du machen, aber machst du nicht mehr? Ich weiß es nicht. Also ich gehe von meiner IT-These weg, weil sonst hätte er anders reagiert, als ich Hello World gesagt hätte. Ja, ich weiß es noch nicht. Ich hätte mal fragen können, ob du vielleicht Bauingenieurwesen studiert hast. Aber ich glaube, auf jeden Fall nichts Künstlerisches. Es könnte sein, dass du tatsächlich Bauingenieurwesen... Du hast gesagt vorhin, du kommst aus Syrien? Genau. Okay, wann bist du nach Deutschland gekommen? Vor 6 Jahren. Nee, für mich sind alle Syrer, die ich hier kenne, sind Ärzte, ehrlich gesagt. Wow. Ja. Arbeitest du mit Kunst? Ich mache das, aber ich verdiene davon kein Geld. Hast du eine Ausbildung gemacht oder hast du studiert? Ich habe studiert. Hast du einen Bereich studiert, was sich mit Menschen beschäftigt, ja, die zum Beispiel Musik produzieren oder einfach nur mit Menschen, ihre Entwicklung? Nee, hat mit Menschen was zu tun. Warst du draußen viel? Eher inside. Auch vom Laptop? Ohne Laptop. Ohne Laptop. Mhm. Inside ohne Laptop. Du hast Schuhe verkauft. Oh, schwer, nein. Nein, auch nicht. Okay, das heißt, dein Beruf hat nichts mit Kunst zu tun. Du machst das hobbymäßig. Mein Beruf hat auch was mit Kunst zu tun. Okay. Oh mein Gott, am Ende, du bist einfach Arzt. Mein letzter Gedanke jetzt war irgendwas so vielleicht Kunstkritiker oder irgendwas mit Schreiben über Kunst oder irgendwie sowas. Nice. Okay. Ich habe wirklich keine Ahnung, ey. Ich bringe auch alle durcheinander gerade. Was wir jetzt machen ist, du kannst dich gleich umdrehen. Mhm. Und zwar werden sie dir dann sagen, was sie in ihren Heimatländern gearbeitet haben, als was. Und sie werden dann direkt auch nochmal sagen, was sie jetzt aktuell in Deutschland arbeiten. My job was, I was a minister. A minister? Minister of Telecom and IT in Afghanistan. After I left Afghanistan, I went to England, to Germany. I started working as a Lieferando food delivery career and delivering food on the bicycle to the people's home. And then I started back again in telecom and IT. Jo. Also habe ich das richtig verstanden? Für Lieferando hat er gearbeitet, ja. Als Auslieferer. So, ich habe in der Türkei schulerische Bankkauffrau oder Buchhaltungssekretärin gelernt. Ja. Und hier habe ich Kassiererin, Verkäuferin und Putzfrau gearbeitet. Und früher aber Geld gezählt. Ja. So, I come from the Dominican Republic. Yes.
I graduated from psychology in the university. Yeah. And but I used to have my own call center. I used to sell web pages to the United States. I knew that you do something like this. you have the energy of a seller. Yeah. Near the beach. And here I have worked most of the time as a Werksfeuerwehr, private firefighter. Come aus der Türkei. Yeah. Ich habe da Chemie studiert. Okay. Heisenberg vibes. Und hier betreue ich die Kinder in einer Kindertagesstätte als sozialpädagogischer Assistent. Ich komme aus Jürgen. Mhm. Ich habe Zahnmedizin studiert. Ich habe als Zahnarzt gearbeitet. Ja, scheiße, ey! Hab ich da gesagt! Was, ja. Aber es ist auch Kunst. Das ist auch Kunst. Okay, okay. Genau. Okay, krass. Ja, es tut mir leid, dass ihr jetzt wieder heulen müsst. Das sind die Berufe, die sie in ihren Heimatländern haben. Ja. Die kommen jetzt einzeln noch mal nach vorne. Du kannst ihnen Fragen stellen. Die wichtigste Frage vielleicht voran ist auch immer, was arbeiten Sie jetzt hier in Deutschland? You can ask him questions. Yeah, it's a very interesting experience in my career is in telecom in IT. Mm-hmm. Basically, I studied in Oxford in my first degree in electronics engineering, and then I did my 2 degrees in telecom and technology. I started work in the telecom industry is like almost 23 years. And then I decided, although I born in Afghanistan and I went to UK for 33 years, I'm a British and Afghan citizen. So I went to Afghanistan to give back to something to my country, because the president one day he called me and say, we need you, you want to come and have a work, and because you have experience in telecom. So I went there and I become a minister of telecom and IT. So underneath of me was around 5,000 people working in the ministry. So I was minister there for 8 months, and deputy minister, which is also called assistant minister in technical telecom and technology, for another 2 years, because my background is technology and IT. And then I resigned from Afghanistan. I came to Germany. Yes, okay. And here, because it's a new life, new country, new way, so I everywhere like this, you have to start from the scratch. I was here, I had to start work, and I started as a Lefrando. Delivery. And one day in the street, one of the journalists, he recognized me because my pictures already was in the television and the media in the past. So he took the picture, and the picture went viral. So all across the world, even from China, from South Africa, South America, the news was about me. It says Afghanistan's telecom and IT minister working here as a food courier. But I had to do the job because I didn't know the German language. Yes. And with the English language was hard to get a job in here. Of course. And that was the easiest and quickest way also to get familiar with the people, familiar with environment, plus was exercise. I got a job now back again after the Lefrando's job. I got a job in the telecom in IT with one of the telecom company in Leipzig. Mm-hmm. And they approached me and they offered the position. Mashallah. I'm so glad that this cycle turned back to the point where you... Back to the point where, yes. Yeah. And also, I don't mind sometime going with very high-level job or very low-level job. I have so much respect for this sentence. Important is to be satisfied with yourself and also to serve the public. Yeah. Whatever position you are, you serve the public, help the people, and be honest, so that's the most important. This is a very strong character. Merhaba. Vorher hast du in der Bank? Ganz genau, ich habe die Handelshochschule Diplom und auf der Bank habe ich noch nicht mal probiert sogar, und ich habe mein Diplom bekommen. Und jetzt in Deutschland, da hast du erzählt, wurde das nicht anerkannt oder du hast ganz die Umschulung nicht anerkannt, geschafft? Genau, ich musste erstmal Umschulung machen müssen, und da war da 2 Jahre und ich musste 2 Jahre lang morgen bis spät Nachmittag in der Schule. Wie hast du dich gefühlt, als du realisiert hast, okay, ich kann nie wieder als Bankkauffrau in eine Bank gehen und arbeiten? So viele Jahre für diesen Job gelernt, und wie ich hier kam, erstmal fällt der Sprache, musste ich erstmal ja Sprache lernen. Ja. Und das habe ich auch wirklich auch innerhalb ein paar Jahren ohne Schule, ohne Kurs selbst gelernt. Mhm. Und aber konnte ich trotzdem nicht meinen Beruf arbeiten. Und später, wie ich auch noch 2 Kinder weiter bekommen habe, ich habe hier erstmal so ein Verkäufer und Kassierer so Arbeit gemacht. Mhm. Und das war auch mit Geld zu tun. Ja.
Danach habe ich meinen Lebensstil etwas verändert, Kopftuch und so. Dann habe ich in dem Bereich auch keine Arbeit bekommen. Dann habe ich mit Putzfrau angefangen. Und das heißt, als du dann auch noch dich entschieden hast, Kopftuch zu tragen, blieb dir nur noch der Job als Putzfrau? Ganz genau, so ist das. So bin ich dann auch Stelle, meine Kinder in der guten Zukunft zu schaffen. Später reichte auch nicht. Dann habe ich mit dem Zeitungtragen angefangen noch dazu. Aber trotzdem habe ich gekämpft und vier wunderbare Kinder großgezogen und jetzt 8 Enkel schon unterwegs. Oh, also, aber ich bin immer noch aktiv, ich laufe immer noch mit der Zeit, über 20 Jahre noch. Ehrlich zu sagen, wenn ich zurückdenke, eine Seite bin ich traurig, aber andere Seite, und wenn ich noch meine Kinder, Enkelkinder sehe, und ich habe doch was Gutes geschafft. Ja. Unser Sohn, der hat Beispiel, der hat Fahrschule, und meine große Tochter, sie ist Chemielaborantin und dritte Gymnasiumlehrerin, Chemie-Mathe, und vierte Optometrist. Ja, heftig. Ja, also. Ja, auch jetzt. Für dich, ey. Dankeschön. Ja, wirklich. So I studied psychology. I graduated from psychology. I am magna cum laude. This means that I have the best grades in psychology. In my last job in my country, in Dominican Republic, I had a call center that me and a partner of mine made. We used to sell web pages to the United States. Then I came here to Germany. I got a really good opportunity because of a person that I know to work as a Werksfeuerwehr for Kokerei. Und in deiner Heimat hast du was nochmal gemacht? Weil das hatte ich nicht. Psychology. Oh mein Gott! Und ich habe meine Firma, eine selbstständige Firma. Krass! And I used to work always with my head, because I'm really prepared. I speak 5 languages, and I'm really prepared. And here I work with my body. And what are you doing now? I work for the web page now, for BP, British Petrol. Ah, okay. The same thing. Can you do the web page thing here again, or is it not working? No, it's not worth it. You don't have call centers here in Germany. You only have them in India and Dominican Republic because they're cheaper. You can earn money, but here in Germany, it's not a chance. Hast du verstanden, warum du deinen Beruf nicht ausüben durftest? No, because depression is depression. Anywhere in the world. Yes. Sigmund Freud is Sigmund Freud in everywhere in the world. So I really don't understand. They told me that I could work as a psychotherapeut, but I will have to do an Ausbildung for 3 years. And I have family. I have to work. And I wanted to say to Germany, Germany is a really great country, a really nice land, but they should give more opportunities to the professional people. They need psychologists, and they don't give the chance to psychologists. If they want to trust the people that say, okay, I'm a doctor or I'm a psychologist, make them do an exam to prove that they really can do it, and that's it. Honestly, like, as a man, I will tell you it's really hard, but my motivation are my kids. So I'm staying here in this country with this weather. The people sometimes are not the most respectful, and they don't give the opportunities, but my kids are worth it. Du machst was mit Chemie. Was, ne? Und, und hast du dort Chemie studiert und dann hierher gewechselt, um hier weiter zu studieren und den Master zu machen? Genau. Und ich habe mich dann für die Stellen an der Uni beworben. Mhm. Und meistens haben sie gesagt, dass das mein Studium hier nicht anerkannt ist. Und dann musste ich nochmal wiederholen, hin und her. Dann musste ich auch arbeiten, wegen Geld sorgen. Und dann habe ich meine Frau kennengelernt. Wir sind dann verheiratet. Und dann haben wir ein Kind bekommen. Dann mit Bewerbungen ging es mir weiter. Mein Zeugnis wurde eigentlich hier so auf Bachelor-Ebene eingestuft, aber Markt entscheidet für sich. Und es gibt keine Einheitsregelung. Ja, Deutschland eigentlich anerkannt, macht so Anerkennung, macht, aber Arbeitsmarkt sagt ja, okay, dich nehmen wir nicht oder wir akzeptieren dein Zeugnis nicht. Ja, ich gehe davon aus, dass die Leute aussuchen, die hier diesen Job gelernt haben. Ja. Und nicht uns, die aus anderen Ländern kommen. Mein Ziel war, so ein neues Element zu erfinden, aber... Und dann haben wir gesagt, ja, so läuft's nicht, dann müssen wir doch hier was machen. Dann haben wir entschieden, so einen Ausbildung zu machen. Und ich habe als sozialpädagogischer Assistent hier einen Ausbildung gemacht. Jetzt arbeite ich mit Kindern, mit kleinen Kindern. Im Kindergarten? Genau, in einer Krippe. Ja. Ja, mir tut es wirklich richtig krass leid, weil ich weiß, wie schwierig ist es zu studieren, also auch vor allem Medizin. Und ich heule ja auch ständig, weil ich bin gerade in meiner Staatsexamensphase und das tut mir richtig weh. Also es tut mir hier in der Seele weh. Er ist Psychologe und arbeitet bei der Feuerwehr, obwohl er gar keinen Bock auf körperliche Arbeit hat, weil der Typ arbeitet mit Hirn. Und bei ihr ist so richtig so Klischee, ne? Sobald du Kopftuch trägst, dein Leben ist vorbei.
du hast mich hier richtig auf den Holzweg geführt, Herr Kunstpädagoge. Ja, ich hätte es am Lächeln sehen müssen. Sehr schöne Szene. Zahnarzt warst du? Mhm. Geil. Ich komme selber aus Syrien, ja. Also aus Damaskus. Bin ich hier seit 6 Jahren. Sollte ich eigentlich wegen des Krieges hierher kommen. Dann nach Berlin umgezogen und hier, dann habe ich angefangen, mein Diplom anerkennen zu lassen. Dafür muss ich eine Prüfung ablegen. Und da bin ich hier seit 6 Jahren, habe ich 5 Jahre von diesem 6 gewartet auf einen Termin, um diese Prüfung ablegen zu dürfen. Du hast den Termin beantragt und bis du geprüft werden konntest, hat 5 Jahre gedauert? Genau. Wegen Bürokratie? Wegen Bürokratie und wegen sinnloser Sachen, dass sie zum Beispiel so viele Unterlagen von mir verloren haben. Und dann musst du jedes Mal 6 Monate warten, bis du wieder persönlich das Dokument nachreichen kannst. Und in dieser Zeit habe ich alles Mögliche gemacht. Erstmal das Gefühl, vor allem hier sicher zu sein. Also einfach das Leben neu zu entdecken, das Leben neue Chance vor allem zu geben. Ich habe Meditation, Yoga, Kunst gelernt, viel verschiedene Arten von Musik entdeckt. Ja. Ich konnte meine alle möglichen Facetten meiner Persönlichkeit mal begrüßen und treffen, weißt du? Und von daher ist auch ein Facette von meiner Persönlichkeit, auch ein Zahnarzt zu sein. Ja. Aber ob ich mich damit identifizieren möchte, weiß ich auch nicht. Du hast ja auch Fluchterfahrung und wie gehst du eigentlich emotional damit um? Ich meine, wir haben ja auch gerade aktuelle Krieg in Ukraine zum Beispiel. Wie fühlt es sich an, wenn man sieht selber, also als Mensch mit Fluchterfahrung, wenn man dann sieht, okay, warum werden diese Menschen anders behandelt? Also es ist wie eine Trauma, es ist wie eine Wunde, die immer Salz drauf gestreut wird. Genau. Mhm. Oder wo ich ein bisschen unfair finde, die deutsche Politik, was ich immer gesagt habe, es braucht so viel Arbeit, es klappt nicht, aber auf einmal zack, funktioniert. Dass man einfach hier ohne Abiturabschluss einfach ein Studium studieren kann. Es fällt mir auch schwer, diesen Wut komplett zu spüren, weil ich habe irgendwie das Gefühl, ich verdränge ein bisschen meine Wut, weil ich verstehe genau, was die Menschen erleben müssen. Ja. Und ich freue mich, dass sie jetzt die Chance haben, so schnell etwas zu kriegen, weil ich habe es erlebt, wie schwierig es ist, wenn man so viel kämpfen muss, um was zu kriegen. Ja. Ich freue mich komplett, dass sie hier gekommen sind, diese Chance jetzt haben können. Mhm. Wir haben auch Krieg erlebt. Ja. Abgesehen davon, wir sind auch neu hier, hätte ich auch gerne den Weg auch für mich. Ja. Und von den anderen auch, die aus Syrien, aus Palästinenser, aus Irak, aus dem Irak, aus Afghanistan, diesen Weg auch leicht ist, dass sie, okay, ihr könnt auch hier euren Leben neu starten. Dankeschön, herzlichen Dank. Danke, dass du gekommen bist. Vielen Dank. Ja, Leute, das ist so spannend. Das ist wirklich ganz, ganz verrückt. Vielen Dank, dass ihr das alle irgendwie so teilt. Krass. Thank you so much. Danke, war schön. Ja, ich hab's zu danken, Leute. Wie ist das für dich jetzt, so eine Story zu hören? Also das sind ja gerade, ich muss bei sowas auch immer so an meine Eltern denken, so ein ähnlicher Background halt, die kommen her und dann musst du halt beispielsweise, du hast einen Minister, du hast einen Arzt und so weiter, und du kommst dann her und musst was ganz anderes machen. Erstmal fühlt man sich ein bisschen langweilig, so, weil man denkt so, was Leute so machen. Wir sind immer so zielorientiert gleich am Anfang, wir haben selten so Umwege. Also hier ist ja alles möglich, also man muss jetzt nicht immer sagen, scheiße, das kann ich gar nicht machen, dann mache ich halt was anderes und so. Und dass die dann auch so einfach ihren Traum aufgeben. Also das Hauptgefühl, was jetzt bei mir zurückbleibt, ist, was über allem ist, ist eine Bewunderung für jeden von den Einzelnen. Es gibt so, das sind Umstände, die manche erzählt haben hier. Also Menschen haben schon für wesentlich weniger aufgegeben. Ne? Und zu sehen, wie nett und positiv, ne? Durch die Kamera kann man ja nicht die Aura von den Menschen spüren. Aber so, die stehen alle hier, man merkt es, die sind alle warm, das ist so nett. Und die haben alle weitergemacht. Und das finde ich sehr, sehr inspirierend. Also ich bin nicht überrascht, weil ich habe tatsächlich solche Antworten erwartet. Und ich kenne das auch aus meinem Freundeskreis, dass viele Leute, die nach Deutschland kommen, ihren Beruf nicht ausüben können und runtergestuft werden. Oder Menschen, die ein Staatsexamen in der Tasche haben, bekommen dann nicht mal die Anerkennung. Oder werden einfach so auf Realschulniveau ohne Ausbildung runtergestuft. Und das macht mich... Das macht mich extrem traurig und wütend irgendwie zugleich. Ich persönlich habe immer ein Problem damit zu sehen, das ist eine Sache, die mich persönlich aufregt, wenn bürokratische Prozesse Schicksale so negativ beeinflussen. Weil das ist im Endeffekt ein Käfig aus Sachen, die nicht existent sind. Und natürlich brauchen wir eine gewisse Form von Bürokratie und Regeln, um das Zusammenleben miteinander gut zu machen. Aber an den Punkten, wo es einfach nur zu so unsichtbaren Ketten für Menschen wird, frage ich mich, wofür sind diese Regeln? Wen schützt diese Bürokratie? Das finde ich ganz schlimm zu sehen, weil die Zeit kommt nicht zurück. Man lernt die gleichen Techniken, die Studien sind gleich lang. Und ich verstehe nicht, warum es so schwierig ist, in Deutschland einfach seine Anerkennung für seinen Job zu bekommen. Das verstehe ich nicht. Genauso wie, warum dauert es 5 Jahre, bis eine
Approbation nochmal abgeprüft wird. Und ich verstehe das einfach nicht. Ja, was ich so mitnehme, ist irgendwie, wir leben ja immer sehr für unseren Beruf hier so und für unsere Karriere schon. Und dass man manchmal auch mal Sachen aufgeben muss irgendwie und dann kommt vielleicht was Neues. Wir haben hier einen Zahnarzt, eine Bankkauffrau, die auch noch eine demenzielle Zusatzausbildung gemacht hat. Wir haben hier einen Psychologen am Start oder einen Chemiker. Also, falls ihr für sie irgendwelche offenen Stellen habt, dann könnt ihr euch gerne bei uns melden, uns eine E-Mail schreiben. Wir stellen gerne den Kontakt her, meldet euch auf jeden Fall bei uns. Das wäre richtig cool.